Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Heute gibt es nämlich Getränke, aber nicht irgendwelche Getränke, sondern ganz besondere Getränke, vegane Getränke, Getränke mit Kräutern, Getränke mit keine Ahnung was, auf jeden Fall richtig komische Sachen. Wir waren nämlich mal wieder im Rewe unterwegs und haben verschiedene Dinge gesehen. Wir haben das auch mal geordnet nach Kohlenhydraten, wobei die Kohlenhydrate hier eigentlich nur aus Zucker bestehen und das Schlimmste ist auf jeden Fall das hier, das Spicy Ginger Beer. Aber keine Sorge, das hat kein Alkohol und nichts. Erfrischungsgetränk mit Ingwergeschmack. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das ist auch, sieht eigentlich aus wie so ISO-Sport oder irgendwas. Ist auf jeden Fall weiß, durchsichtig. Ich habe die ganze, ist auf jeden Fall vegan, also gesund oder auch nicht. Besteht ja nur aus Zucker. Aber Spicy Ginger Beer, habt ihr das schon mal probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir hier ein, auch von Rewe beste Wahl, Orange Rosmarin Getränk. Erfrischungsgetränk Orange mit Rosmaringeschmack, Fruchtgehalt 3%. Um es mal hier vorweg zu sagen, das hat 12 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter. Das hier hat 9,8, ist also deutlich weniger Orange, Rosmarin. Weiter geht's dann aber mit Zitrone, Ingwer, Basilikum. Also Ingwer wie beim ersten, aber diesmal statt Orange dann auch Zitrone und zusätzlich Basilikum. Mit Zitrus, Basilikum, Ingwergeschmack, 9,4 Gramm Kohlenhydrate. Ja, sieht eigentlich auch ganz nett aus. Zitrone ist ja eigentlich immer... Als Limo ist es eigentlich meistens durchsichtig, aber vielleicht kommt durch das Basilikum jetzt hier die grünliche Färbung, auf jeden Fall auch vegan. Wir haben noch einen vierten am Start, das ist auch von Rewe beste Wahl, die Gurke, Limette, Minze, also Gurke zum Trinken. Gurke mit Minze, Erfrischungsgetränk mit Minzgeschmack. Das hat nur 6,7 Gramm Kohlenhydrate, ist dann der vierte Amigo in der Runde, sage ich mal. Eins haben wir noch, das muss ich aber irgendwie extra machen. Das ist nämlich auch nochmal Ingwer, aber Ingwer Lemon mit Ingwer Aufguss. Das ist auch vegan, das ist aber nicht von Rewe beste Wahl. Das würde dazu passen, eigentlich, weil das ist auch in der Flasche. Ne? Ihr habt hier die ganzen Sorten, das wären dann 5, aber ich teste ja eigentlich immer nur 4 Getränke bei Ramses Kitchen gleichzeitig. Manchmal teste ich 1 gegen 2, aber meistens teste ich so 4 Dosen, diesmal 4 Flaschen. Und weil das eben das 5. Rad am Wagen ist und weil das auch nicht von Rewe beste Wahl ist, lassen wir das mal weg. Ingwer Lemon mit Ingwer Aufguss, kümmern uns um die anderen. Das hat, wo steht das? Oh, Kohlenhydrat, ach so, 11 Gramm, verdammt. Kohlenhydrate 11 Gramm, damit ist es... Das zweitschlimmste, aber wie gesagt, das hier hat 12, also Spicy Ginger, Ginger Beer, Orange, Rosmarin, Zitrone, Ingwer, Basilikum und Gurke, Limette, Minze. Normalerweise würde ich vom stärksten zum schwächsten gehen, aber das ist wie wenn ihr was Scharfes esst und danach was Lasches. Ihr merkt von dem Laschen gar nichts mehr, ihr müsst also von Lasch zu stark. Deshalb fangen wir einfach mal mit Gurke, Limette, Minze an, machen das mal auf. Das habe ich schon so oft gesehen, auch als ich bei Rewe gearbeitet habe, lag das da immer in der Ecke rum, in diesem komischen Strandkorb, alle Flaschen aufeinander geknallt. Riecht auf jeden Fall interessant. Die Minze ist deutlich zu riechen. Gurke, Minze. Bin ich mal gespannt, was das werden soll. Einfach zum Trinken. Gurken zum Trinken, warum auch nicht. Ist natürlich jetzt nicht kalt. Müsste eigentlich richtig gekühlt sein. Aber wir probieren einfach mal und gucken, was das sein soll. Gurken-Limette Erfrischungsgetränk mit Minzgeschmack. Schmeckt irgendwie so ein bisschen wie diese Mentos. Bei Mentos gibt es doch diese Mint, die blauen, und dann gibt es diese grünen, die Spearmint oder wie die heißen.
Auf jeden Fall diese Spearmint, die grünen, die habe ich auch so gerne gegessen. Die haben so einen leckeren, minzigen Nachgeschmack, der nicht so scharf brennend ist, sondern irgendwie so anders. Das hat genau diesen minzigen Mentos-Spearmint-Nachgeschmack. Ist auch eigentlich überhaupt nicht bitter, ist nicht sauer, ist Gurke, vielleicht leicht vertretbar, schmeckt aber hauptsächlich nach Minze im Abgang. Ist aber bekömmlich, würde ich auch einfach nochmal kaufen, würde ich auch nochmal trinken. Gerade wenn das gekühlt ist, ist das bestimmt richtig genial. So zur Erfrischung bin ich also positiv überrascht. Nicht süß, nicht sauer, nicht scharf, nicht bitter. Kann man auf jeden Fall trinken. Gurke, Limette, Minze, merkt euch das, wenn ihr das noch nicht probiert habt. Kommen wir mal zur Zitrone, Ingwer, Basilikum. Das müsste durch die Zitrone ja eigentlich sauer sein, durch den Ingwer eigentlich scharf, aber wer weiß, wie sich das im Getränk auswirkt und das Basilikum dabei. Also, zweite Runde. Man riecht schon ganz deutlich eine Schärfe, die einem entgegenkommt. Einfach vom Ingwer. Aber das Basilikum macht sicherlich auch noch was her. Okay. Schmeckt auf jeden Fall besser, als es riecht. Wenn ihr das trinkt, schmeckt es auch irgendwo trotzdem leicht süßlich. Aber ihr habt dann so eine Kräuternote dabei, wie diese Almdudler Kräuterlimonade. Finde ich also genial. Das für den Minzgeschmack, das für den Kräutergeschmack. Wahrscheinlich macht das Basilikum den Geschmack hauptsächlich aus. Zitrone wirkt süßlich, obwohl die ja eigentlich so säuerlich sein müsste. Ingwer, die Schärfe ist nicht da. Es gibt eine Würze dabei, aber es ist nicht so scharf, dass ihr sagt, boah, einfach Ingwer und mir brennt die Schnauze. Kann man also auch trinken, bin ich auch positiv überrascht. Wir haben jetzt als nächstes Orange Rosmarin. Da denke ich mir aber, das ist bestimmt jetzt das Süßeste bis jetzt vom Geschmack, weil das Rosmarin, ich weiß nicht, nach was Rosmarin normal schmeckt, aber Orange steht für süß, da ist auch nichts weiter dabei, was die Süße enorm rausnimmt. Ich denke mal, das wird jetzt richtig süß sein. Riecht auch eigentlich wie eine ganz normale Orangenlimo. Oder wie eine abgestandene Fanta vielleicht. Wir gucken mal, Orange Rosmarin. Auf jeden Fall Rosmarin, okay, ist vielleicht im Nachgeschmack irgendwas, was nach der Orange zu merken ist, aber eigentlich, wenn ihr das so trinkt, ihr merkt einfach nur süß, Orange, Orange, süß, also ist jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen. Rosmarin ist so leicht dezent da drin, dass man das gar nicht wirklich rausschmeckt, im Abgang ganz leicht, aber dafür braucht ihr nicht so eine komische Limonade, da könnt ihr normale Orangenlimo trinken oder trinkt Orangensaft oder trinkt Fanta, einfach irgendwas. Finde ich jetzt nicht so prall, ne? Da waren die anderen auf jeden Fall besonders, das nicht besonders, das eigentlich doch eher normal zum so trinken, zum so testen. Und jetzt haben wir noch das Spicy Ginger Ginger Bier übrig. Und da ist kein weiterer Schnickschnack drin, das ist ja eigentlich nur mit Ingwergeschmack, also denke ich mal, dass das jetzt nicht kräuterlich schmeckt, wie das Basilikum-Ingwer, dass das aber eben am schärfsten ist vom Geschmack und ihr am meisten auch merkt, 23.07. 9, nicht, dass wir schon wieder hier 9, passt, und was haben wir hier, 8, oh, da haben wir aber Glück gehabt. So, Spicy Ginger als letztes, das machen wir auch noch auf, gucken wir, wie das mundet. Riecht irgendwie auch einfach nur komplett süß. Keine Ahnung. Süß und eine Mischung aus Spülmittel. Süßes Spülmittel. Na egal, wir probieren einfach. Okay. Also ich würde rein vom Geschmack her sagen, ist das Schlimmste, beziehungsweise das Schlechteste von allen. Das hat so einen dumpfen, pappigen Geschmack. Einfach wirklich so richtig matt und künstlich. Und dann
ist so ein leichtes Kribbeln im Nachhinein zu spüren von dem Ingwer. Aber das, was ihr beim Trinken direkt merkt die ganze Zeit, ist einfach nur richtig stumpf und pappig, einfach total. Würde ich auf jeden Fall so nicht trinken. Nicht trinken als Erfrischungsgetränk. Hat auf jeden Fall einen richtig komischen Geschmack. Wenn ich was Scharfes will, dann esse ich irgendwas Scharfes, aber zum Trinken muss das nicht sein. Auf Platz 2, also das ist der letzte Platz, wie gesagt. Platz Nummer 4, also das würde ich auch nicht nochmal kaufen. Platz Nummer 3, dann Orange Rosmarin, weil es wenigstens noch einfach so nach Orangenlimo schmeckt, aber nichts Besonderes ist. Was ganz interessant ist, eben diese Zitrone-Ingwer-Basilikum-Mischung, das hat wenigstens Geschmack durch das Basilikum und die Zitrone. Nicht so wie nur das Ginger-Bier alleine. Also das könnt ihr euch ruhig mal gönnen, da könnt ihr zugreifen. Aber am besten, weil es auch am gesündesten ist, fand ich einfach Gurkelimette-Minze. Dieses Minze, was trotzdem erfrischend wirkt. Gurke, Limette, das schlägt nicht so auf den Magen, sieht auch nicht so ungesund aus. Weil es nicht so komplett giftgrün ist und zugesetzt, hat am wenigsten Zucker. Ne? Das gekühlt ist auf jeden Fall eine geniale Sache. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.